Ich grüße Sie alle nochmal ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich möchte mich auch dringendst dafür bedanken, dass wir hier sein dürfen. Was für ein Theater in unserer Gesellschaft. Und weil ich schon beim Danken bin, ich möchte Frau Schiffer danken. Ich bin heilfroh, dass sie die Moderation heute übernimmt. Ja, fühle ich mich immer wohl, wenn sie dabei ist, sage ich einfach so. Und ich danke meinen beiden Vorrednern und Rinnen, also ist genug gegendert. Ist gemeinsame Sicherheit mit Russland möglich? Diese Frage ist schon deshalb mit Ja zu beantworten, weil eine Sicherheit ohne Russland nicht möglich ist. Und gegen... Und gegen Russland schon gar nicht. Das weiß im Grunde auch jeder, der an der Sache orientiert ist und sich von Ideologien frei macht und der begreift, dass es eine Zeit nach dem Krieg geben wird, hoffentlich, und die will gut vorbereitet sein. Achtung, es liegt mir fern, diesen Krieg in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Ich halte Krieg grundsätzlich für keine Option in unserer sogenannten zivilisierten Welt. Und habe auch für diesen Krieg keinerlei Verständnis. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis und vergessen es auch nicht während der gesamten Veranstaltung. Es gibt ein wunderbares Zitat von Egon Bahr, einem der Architekten der neuen deutschen Ostpolitik, Ende der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts, der hat gesagt, wir können politisch alles Mögliche ändern, nur nicht die Geografie. Mit anderen Worten, Russland ist und bleibt in unserer Nachbarschaft. Wir haben keinen Atlantik zwischen uns. Sicherheit ohne Russland wird es auf unserem Kontinent nicht geben und Sicherheit gegen Russland schon gar nicht. Das hat überhaupt nichts mit Freundschaft oder Verbrüderung oder etwas in der Art zu tun. Sie wissen ja, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen. Russland und die Länder der EU sind im Grunde natürliche Partner. Wir sind Nachbarn, wir ergänzen uns in mehrfacher Hinsicht. Die einen haben Bodenschätze, die andere die passende Technologie, um nur ein Beispiel zu nennen. Sowohl wirtschaftlich als auch sicherheitspolitisch ist es im Interesse der EU, Russland als Partner zu haben. Und es ist im Interesse Russlands, die EU als Partner zu haben. Diese Sätze sagen sich nicht so leicht, während in der Ukraine ein Krieg tobt. Aber das kann ja nicht bedeuten, mit dem Denken aufzuhören und sich nur noch von Hass und Vergeltung leiten zu lassen. Das ist menschlich verständlich, ist überhaupt keine Frage. Aber politisch kontraproduktiv. Wie du mir, so ich dir. Will das jemand für seine Kinder? Da können wir ja gleich drüber reden. Dafür sind wir ja hier. Also muss man erst mal ganz nüchtern damit anfangen, Interessen zu benennen. Und sich dann auch der Vorgeschichte widmen. Nicht um irgendwas zu rechtfertigen oder zu beschönigen, sondern um neu aufbauen zu können. Denn wer Vorgeschichten ignoriert, läuft Gefahr, auf der Grundlage falscher Voraussetzungen auch falsche Entscheidungen zu treffen. Es ist eigentlich alles ganz einfach und logisch und im Grunde selbstverständlich. Und noch etwas sollte selbstverständlich sein. Sich über die bestmöglichen Lösungen in dieser hochgefährlichen Angelegenheit offen streiten zu können, ohne die Absicht, Meinungsgegner zu vernichten, im übertragenen Sinne versteht sich, oder erst gar nicht zu Wort kommen zu lassen. Diese Haltung hat in unserem System nichts zu suchen. Unser System... Unser System ist auf konstruktiven Streit angewiesen und dazu braucht es faktenbasierten Panoramablick und Perspektivwechsel. Der ist ganz besonders wichtig. Wer alles nur aus seiner eigenen Perspektive betrachtet,
und alle anderen von vornherein für illegal hält, handelt aus meiner Sicht nicht nur ziemlich arrogant, sondern verantwortungslos. Ich biete Ihnen jetzt in aller Kürze einen genaueren Blick auf die Ukraine an, denn es reicht ja nicht, nur Russland zu verstehen. Und ein paar Gedanken zur Vorgeschichte. Es ist beides unverzichtbar, wenn eine künftige Friedensordnung Bestand haben soll. Die Ausgangslage Ende der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts ist ja eben schon angeklungen, die war ja nahezu optimal. Das Konfrontationsdenken des Kalten Krieges wurde ersetzt durch vertrauensvolle Zusammenarbeit unter dem Dach eines europäischen Hauses, das man gemeinsam bauen wollte. Und mit dem vereinten Deutschland, das ohne die Zustimmung der Sowjetunion gar nicht möglich gewesen wäre. Jetzt wäre es darum gegangen, eine an die veränderte Situation angepasste Sicherheitsarchitektur zu erstellen, was leider versäumt worden ist. Stattdessen hat sich die NATO nach Osten erweitert. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Das war einer der größten Fehler seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Jedenfalls war mit der NATO-Perspektive für die Ukraine die Schmerzgrenze für Russland überschritten. Dass Finnland jetzt NATO-Mitglied geworden ist und Schweden so gut wie, das freut Russland natürlich nicht. Aber im Vergleich zur Ukraine ist das eine Marginalie. Die Ukraine hat einen ganz anderen Stellenwert für Russland und das hätte man wissen können. Insofern war es auch ein großer Fehler, 2014 beim EU-Assoziierungsabkommen mit der Ukraine Russland nicht mit einzubeziehen. Diejenigen, die von Anfang an geraten haben, Brüssel, Kiew und Moskau sollten gemeinsam erarbeiten, wie man das zum Vorteil aller Beteiligten hinkriegt, die haben sich leider nicht durchsetzen können. Dabei lag auf der Hand, dass es der Ukraine nicht gut tut, wenn von jetzt auf dann 2/3 ihrer Exporte wegfallen, so viel machte das nach Russland nämlich aus, und auf der anderen Seite die Grenzen nach Westen offen sind. Aber das nur nebenbei. Werfen wir einen Blick auf die Sicherheitsinteressen Russlands. Wenn Russland in der Vergangenheit von seinen Sicherheitsinteressen sprach, dann wurde das im Westen eher nicht verstanden. Im Zweifel als russische Propaganda diffamiert, ohne sich um die Inhalte zu kümmern. Nicht selten wurde es sogar ins Lächerliche gezogen, wenn es aus Russland hieß, man sehe sich von der NATO eingekreist. Ein Blick auf die Landkarte mag da helfen. Die Sicherheitslage der USA einerseits und Russlands andererseits könnte unterschiedlicher nicht sein. Die USA haben westlich und östlich jede Menge mehr vor der Haustür, Grenzen im Norden an ein NATO-Mitglied und im Süden an Mexiko, von dem aus nun wirklich kein Angriff zu erwarten ist. Russland hat 14 Nachbarn und eine Landgrenze, nur eine Landgrenze von über 20.000 Kilometern. Zudem, Russland hat nur 11 Stützpunkte außerhalb des eigenen Landes, davon sind 9 in unmittelbarer Nähe Russlands. Die USA unterhalten knapp 800 Stützpunkte in etwa 70 Ländern dieser Welt. Eine kluge Sicherheitspolitik hätte also die verständlichen Ängste der baltischen Staaten und Polen mit den ebenso verständlichen Ängsten Russlands austarieren müssen. Das ist aber nicht einmal im Ansatz auf irgendeiner Agenda zu finden. Es kommt noch etwas hinzu. Die NATO hat durch die Aufnahme osteuropäischer Länder auch deren Konflikte mit Russland ins Bündnis geholt. Und so wurde das Verhältnis zu Moskau nach und nach vergiftet. Das Misstrauen, das in den baltischen Staaten und Polen gegenüber Moskau herrscht, was ja historisch durchaus nachvollziehbar ist, hat sich nachhaltig in die NATO hineingefressen und die Kompromissbereitschaft gegenüber Russland stark reduziert. Und in der EU haben wir genau das gleiche Phänomen.
Wir haben uns durch die Aufnahme osteuropäischer Länder in die EU, grundsätzlich eine super Idee, deren Probleme mit Russland ins Bündnis geholt. Es ist ein Jammer, dass sich die EU ihr ursprünglich recht gutes Verhältnis mit Russland dadurch ruiniert hat. Moskau funktioniert für die genannten Länder nach wie vor als Synonym für Sowjetunion und schlimme Erinnerungen an sowjetische Zeiten. Aber so macht man keine zukunftsorientierte Friedenspolitik. Das hätte der EU vielleicht früher auffallen sollen. Stattdessen hat sie ausgerechnet diesen Ländern immer mehr das Sagen in der europäischen Außenpolitik gegenüber Russland überlassen. Es sind neben den USA genau diese Länder, die in der Vergangenheit, auch lange vor dem Krieg, am heftigsten nach Sanktionen verlangt haben und eine Konfrontationspolitik gegenüber Russland immer den Vorzug gegeben haben. Es hat im Westen Stimmen gegeben, gerade in der letzten Zeit vor dem Krieg, die darauf gedrungen haben, endlich eine Initiative der westeuropäischen NATO-Länder zu starten, um der amerikanischen und osteuropäischen Konfrontationspolitik etwas Konstruktives entgegenzusetzen. Leider, aus meiner Sicht leider, haben sich diese Stimmen nicht durchsetzen können. Auch wenn das viele nicht hören wollen, seit ca. 100 Jahren ist es das erklärte politische Ziel der USA, eine enge Zusammenarbeit auf dem eurasischen Kontinent zu verhindern. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern in offiziellen Papieren nachzulesen. Aus Sicht der USA ist das ein legitimes Ziel, das sie, professionell wie meistens, nun auch erreicht haben. Der Krieg ist ein gigantisches Wirtschaftsförderprogramm. Denn im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel verschenken die USA ihre Waffen nicht, sondern leasen sie und für einen Teil übernimmt auch noch die EU die Kosten. Und die USA werden endlich in Mengen ihr teures und umweltschädliches Fracking-Gas los. Ich kann mich da nur anschließen, es wird Zeit, europäische Interessen zu definieren, was schwer genug ist. Jetzt nochmal von der anderen Seite. Europa ist nicht der Nabel der Welt. Um uns herum bilden sich neue Allianzen von Ländern, die die europäisch-amerikanische Bevormundung satt haben und eigenes Selbstbewusstsein entwickeln. Ich denke, Europa muss aufpassen, dass es zwischen diesen aufstrebenden Nationen nicht zerrieben wird. Ein Indiz für das, was da gerade abgeht, liegt in den Wirtschaftszahlen. Die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, die hatten Anfang der 80er Jahre ein Weltbruttosozialprodukt von 10%. Das ist im vergangenen Jahr auf 31,5% gestiegen. Im Vergleich dazu, dass der G7-Staaten ist von 50 auf 30 gefallen. Also sogar noch etwas unter das der BRICS-Staaten. Wäre es nicht intelligent, diese Staaten als globales Schwergewicht nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch ernst zu nehmen? Dafür spricht auch, dass die Bewerber bei den BRICS-Staaten offenbar Schlange stehen. Meines Wissens liegen 20 Aufnahmeanträge vor. Jetzt noch die angekündigten Informationen zur Ukraine, die man meines Erachtens im Hinterkopf haben muss, um sich über Sicherheitsarchitektur in Europa inklusive Russland überhaupt realistische Gedanken machen zu können. Das Gebiet der heutigen Ukraine wurde nie ausschließlich von Menschen bewohnt, die sich als Ukrainer begriffen. Aufgrund der geografischen Lage und der wechselvollen Geschichte gab es dort immer starke ethnische und auch religiöse Minderheiten, seien es Russen, Polen, Deutsche, Rumänen, Tschechen oder eben Juden und Muslime. Als die Sowjetunion entstand, existierte eine westukrainische Volksrepublik auf dem ehemals habsburgischen Territorium nach dem Zusammenbruch von Österreich-Ungarn und eine ukrainische Volksrepublik aus der Konkursmasse des Russischen Reiches.
Beide Republiken wurden in dieser Zeit sowohl von der im Entstehen begriffenen Sowjetunion bedrängt, als auch von Ländern wie Polen, Rumänien und der Tschechoslowakei. Der größte Teil der heutigen Ukraine wurde dann 1922 zur Sowjetrepublik. Die Ukraine, wie wir sie heute kennen, existiert seit 1991, also etwa 32 Jahre. Ein Problem der ukrainischen Identität besteht eben darin, dass der Ukraine eine historische Kontinuität der Staatlichkeit fehlt. Diese treffende Formulierung stammt nicht von mir, sondern aus einem Artikel, den ich neulich zu diesem Thema gelesen habe. Und in dem Zusammenhang möchte ich das Buch The Tragedy of Ukraine, die Tragödie der Ukraine, erwähnen, von Nikolai Petro, der ist Professor an der US-amerikanischen Universität in Rhode Island. Und da geht es um nicht weniger als um die ukrainische Identität und den innerukrainischen Streit darüber. Und das ist nichts, was mit der 1991 selbstständig gewordenen Ukraine begonnen hätte. Die kämpferische Auseinandersetzung um ukrainische Identität ist gut 150 Jahre alt. Die galizischen und westukrainischen Intellektuellen, die hatten von dieser Identität eine ganz andere Vorstellung als die im Süden und Osten des Landes. Und dieser Streit ist nie wirklich beigelegt worden. Der Ausweg kann nur darin bestehen, dass Ukrainer in ihrer Gesamtheit anerkennen, dass verschiedene Identitäten legitim sind innerhalb der Ukraine. Dazu hätte eine rechtzeitige Dezentralisierung beitragen können, die aber versäumt worden ist. Und zwar immer auf Druck rechtsextremer Kreise im Westen des Landes. Das ist leider keine russische Propaganda, sondern belegbarer Fakt. Professor Petro ist nicht der Einzige, der in dieser fehlenden gemeinsamen Identität den Nährboden für das Gezerre um die Ukraine sieht. Denn hätte es diese gemeinsame Identität gegeben, beziehungsweise würde es sie geben, dann hätten weder Russland noch die EU mit ihrem Assoziierungsabkommen die Chance gehabt, das Land auf eine Seite zu ziehen. Und die Ukraine hätte ihre Brückenfunktion zwischen Ost und West, von der sie letztlich immer profitiert hat, erhalten können. Wo lässt sich in dieser hochgradig komplizierten Gemengelage ansetzen, um wenigstens zu einem Waffenstillstand zu kommen? Der Ansatz des vielfach gescholtenen chinesischen Vermittlungsvorschlags ist meines Erachtens sehr vernünftig. China bezieht sich darin auf UN-Resolutionen, in denen es heißt, dass Verhandlungen so schnell wie möglich aufgenommen werden sollen. Und das ist noch entscheidender, China spricht von Resume Talks, also Gespräche wieder aufnehmen. Und zwar an dem Punkt, an dem man Anfang April 2022 aufgehört hat, weil Boris Johnson meinte, das sei nicht im Interesse der westlichen Staatengemeinschaft. Sie erinnern sich? Damals kam es zu einer vielversprechenden Übereinkunft zwischen der Ukraine und Russland, die kurz gesagt vom Westen verhindert worden ist. Aber da liegt ja was auf dem Tisch, wo man anknüpfen könnte, ohne sich mit den jetzt von beiden Seiten vorgetragenen Maximalforderungen herumschlagen zu müssen. Es wird gar nichts anderes übrig bleiben, als territoriale Fragen, so gut es geht, auszuklammern. So sehen das ja auch diverse Forschungsinstitute, die dazu konkrete Vorschläge machen und zivile Verwaltungen unter internationaler Kontrolle ins Spiel bringen. Das oder etwas Vergleichbares kann natürlich nur funktionieren, wenn der politische Wille da ist. Der politische Wille, aus diesem Teufelskreis auszubrechen und sich von den Kategorien des Hasses und der Vergeltung zu befreien. In anderen Ländern hat es diesen politischen Willen in der Vergangenheit offenbar gegeben. Nehmen Sie Südafrika. Nach Jahrzehnten der Apartheid-Politik mit unvorstellbaren Grausamkeiten hat dieses Land mit Hilfe einer Versöhnungskommission einen Neuanfang geschafft. In Spanien war es ein Pakt des Vergessens, um nach den Verbrechen der Franco-Diktatur neu anfangen zu können.
Es gibt noch mehr solcher Beispiele, aber man muss es wollen. Es hat um 2014 herum in der Ukraine solche nationalen Versöhnungsplattformen gegeben. Die sind allerdings entweder angegriffen oder gleich geschlossen worden. Es gibt leider kein Patentrezept, um diesen Krieg zu beenden oder zumindest zu einem Waffenstillstand zu kommen, um darauf aufbauend dann sich Gedanken für ein funktionierendes Sicherheitssystem machen zu können. Aber es gibt ein paar Zutaten, die eine Rolle spielen. Was komplett fehlt, ist Vertrauen. Im Gegenteil. Es herrscht absolutes Misstrauen auf beiden Seiten. Schon gar nachdem Frau Merkel öffentlich erklärt hat, das Minsker Abkommen habe lediglich dazu gedient, die Ukraine wehrhafter zu machen, also aufzurüsten. Das erklärt jetzt auch, warum Russland und nicht die Ukraine mit Sanktionen belegt worden ist, wegen Nichterfüllung des Minsker Abkommens. Es gibt ja diesen politischen Begriff der vertrauensbildenden Maßnahmen. Dabei könnte auch helfen, von der gnadenlosen Dämonisierung Russlands Abstand zu nehmen und peinlich genau darauf zu achten, nicht ständig mit zweierlei Maß zu messen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, irgendetwas zu rechtfertigen oder zu beschönigen, aber beides, die Dämonisierung und das Messen mit zweierlei Maß, trägt nicht unwesentlich zur Polarisierung in unserer Gesellschaft bei. Und was mindestens ebenso schädlich ist, es führt zu Glaubwürdigkeitsverlust, sowohl mit Blick auf die Politik als auch auf die Medien. Und das rüttelt letztlich an den Grundfesten unserer Demokratie und taugt nicht wirklich zur Krisenbewältigung. Um Ihnen nur ein ganz kleines Beispiel zu geben. In der Nachrichtensprache hat sich ja festgesetzt, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Oder wenn man genug Zeit hat, der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das stimmt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber können Sie sich an Vergleichbares im Zusammenhang mit Kriegen erinnern, die andere Länder völkerrechtswidrig begonnen haben? Da hat man vielleicht einmal erwähnt, dass es völkerrechtswidrig war und dann war es gut. Bundeskanzler Scholz hat tatsächlich neulich bei Sandra Maischberger vom Engagement der USA in Afghanistan gesprochen. Engagement hört sich ja noch besser an als Spezialoperation. Es diente der Glaubwürdigkeit, damit aufzuhören, Krieg je nach kriegführender Nation für unterschiedlich brutal zu halten. Krieg ist das Kriegsverbrechen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Montesquieu, dem geschätzten Staatstheoretiker und Philosophen der Aufklärung. Der hat schon damals den Kern des Problems deutlich gemacht, indem er gesagt hat, man dürfe in Sachen des Krieges nicht die offensichtlichen Ursachen mit den tieferen Ursachen verwechseln und man dürfe diejenigen, die den Krieg ausgelöst haben, nicht mit denjenigen verwechseln, die ihn unvermeidlich gemacht haben. Eine stabile Sicherheitsordnung kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten diesen Gedanken berücksichtigen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.